Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer neuen Folge in der Technikreihe Reefer Technik. Heute, wie versprochen, die Lampe. Und wenn euch das interessiert, bleibt bitte dran. Bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, so wie versprochen, kommt heute noch die Folge über die Lampe. Hab's dann noch einrichten können. Ich versuche ja auch dementsprechend das einzuhalten, was ich euch verspreche. Und ja, gehen wir einfach mal mehr oder weniger ran. Licht ist Leben im Aquarium und da ist die Lampe natürlich essentiell. Ich habe viele Varianten von Licht ausprobiert. Ich habe eine Radeon drüber gehabt, ich habe eine Sirius drüber gehabt, ich habe verschiedene Varianten von T5 gehabt. Ich bin hingegangen, habe auch verschiedene Sachen kombiniert und bin im Endeffekt dann tatsächlich zu der Erkenntnis gekommen, dass dieses Hybridlicht momentan auch tatsächlich das beste Licht ist, was man, ich sage es mal, für so ein Aquarium kriegen kann. Man muss immer drauf schauen, was im Endeffekt man für ein Aquarium hat, beziehungsweise was man für Tiere pflegen will und welche Ansprüche sie haben. Hat man jetzt ein Becken, ich sag's mal, mit Weichkorallen, LPS, dann kann man das und einigen SPS, dann kann man dann durchaus das mit einer LED hinkriegen. Aber ich habe im Endeffekt gemerkt, im Laufe meiner Karriere, sag ich jetzt mal, bin ich tatsächlich auf diese Hybrid gekommen und dementsprechend dann auch solche Tiere, wie ich sie jetzt habe, halten kann. Es gibt natürlich auch Becken, will ich gar nicht abstreiten, die das auch können, aber da muss man auch richtig viel Geld in die Hand nehmen, um eine richtige LED dann drüber zu setzen. Steht nicht zur Diskussion heute. Ich möchte euch diese Lampe heute vorstellen. Und es handelt sich hier, wie ihr ja wahrscheinlich schon wisst, um die ATI Hybrid. Eine 6-fach 54 Watt T5 und 3 LED-Cluster hat sie mit jeweils 75 Watt Ausgangsleistung bei voller Bestückung bzw. bei voller Leistung. Die T5 Röhren fahre ich auf 100% und die eingestellten Farben bei den LEDs fahre ich auch mehr oder weniger auf 100%. Wir gehen aber gleich ans Becken und dann zeige ich euch das Ganze noch etwas genauer. Ihr seht, ich habe da hinten schon mein Lippi aufgebaut, damit ich euch das auch nochmal am Rechner zeigen kann. Unter anderem den Tagesverlauf, die eingestellten Farben. Problem an der Variante dieser Lampe, die ich jetzt noch habe, ist, dass es die, in Anführungszeichen, alte Variante ist mit USB-Verbindung. Das heißt, ich kann es nicht über einen Browser, wie mit den neuen Wi-Fi-Varianten, euch zeigen, sondern das ist noch das gute alte Light Studio mit USB-Verbindung. Und da habe ich jetzt auch dieses Wochenende relativ lang dran gesessen, um, ich sage jetzt mal, einen Laptop dahinzustellen, der das Ganze kann, weil mein Mac kann es nicht. Ja? Apple kann nun mal auch nicht alles, muss man ganz einfach sagen. Es ist nach den entsprechenden Updates jetzt so gewesen, dass mein Windows, was ich da drauf installiert hatte, nicht mehr nutzen konnte. Und dann habe ich dann mir für kleines Geld diesen Lappy da drüben geholt, damit ich euch das zeigen kann, wie es funktioniert. Aber genug gequatscht, gehen wir ans Becken. Ja Leute, ihr seht, die Lampe hängt, ich sage es mal pauschal gesagt, nicht so ganz mittig über dem Becken. Das ist aber auch von mir so gewollt oder meinem handwerklichen Unvermögen geschuldet. Nein, es ist tatsächlich so gewollt. Ich wollte hier in den Seitenbereichen hier ein bisschen mehr haben und hier ein bisschen weniger. Das ist, war eine Absicht von mir. Und ist natürlich im Endeffekt auch an die Lampe geschuldet, die nicht das volle Becken abdeckt. Das ist auch von mir so gewollt, weil ich im Prinzip nicht eingesehen habe, mir da jetzt eine 80 Watt 6-fach drüber zu hauen, die dann weitaus mehr Strom noch braucht, als wie diese hier. Mir reicht es, dass ich hier in den Seitenbereichen zum Beispiel meine Korallen hinsetzen kann, die nicht ganz so lichthungrig sind, wie die Akroporen hier in der Mitte. Und das ist eigentlich der ganze Hintergrund. Ja, im Endeffekt bin ich mit dieser Lampe mehr als zufrieden. Wie schon gesagt, ich habe sie im Moment in einem Abstand von 27 cm zur Wasseroberfläche hängen, aufgrund des Sommers und aufgrund der hier und da höheren Temperaturen.
Die Röhren, wenn die auf Volllast laufen, die geben schon einiges an Hitze ab. Und somit minimiere ich das Ganze ein wenig. Also normalerweise habe ich ja auf einer Höhe von knapp 22 cm hängen. Dann ist die Ausleuchtung immer noch gegeben. Ist nicht ganz gemäß Herstellerangabe, aber ich habe gemerkt, meine Korallen, die finden es geil. Also ist im Endeffekt auch meine Entscheidung, die ich da getroffen habe und habe mich da etwas von der Herstellerangabe wegbewegt, die glaube ich bei 25 cm war. So, da sind wir jetzt erstmal am Rechner und ich zeige euch erstmal das, was euch tatsächlich interessiert, nämlich meine Lichteinstellungen, die ultra geheimen natürlich. Und dazu öffnen wir hier das Light Studio. Wie gesagt, es ist noch die Variante mit USB. Hier ist der Dongle verbunden mit einer Verlängerung, damit ich hier vernünftig arbeiten kann. Also ich kann mich im Endeffekt auch am Tisch setzen und das von da aus machen, aber es ist halt lästig, das Kabel rauszupacken. Es ist nun mal die alte Variante. Gut, Lampe ist verbunden. Wir sehen hier unten, das sind die Ruhe auf den billigen Plätzen da drüben. Ich gehe mal etwas näher ran, damit man das Ganze auch vernünftig sieht. So. Hier unten sind die entsprechenden Temperaturen der LEDs. Jedes LED-Modul hat seinen eigenen Kühler und seine eigene Temperaturüberwachung. Und jetzt laden wir mal das aktuelle Setup von mir aus der Lampe heraus. Und dann zeige ich euch, wie die einzelnen, wie der Verlauf ist. Problem an der Sache, so wie es jetzt hier ist, für alle, die diese Lampe noch in USB-Variante haben und nutzen, könnte ich theoretisch eine Datei anfertigen und denen zuschicken, um diese Lampeneinstellung weiterzugeben. Das funktioniert aber nur bei dieser USB-Variante. Bei der Wi-Fi-Variante haben wir leider Gottes ein neues Format und dieses Format passt nicht mehr. Also die sind untereinander meines Wissens nicht kompatibel und wenn ja, könnte sich ja vielleicht mal jemand bei mir melden, der mir sagen kann, wie ich die vielleicht konvertiere, damit man auch diese Lampeneinstellung von alt auf neu nutzen kann. So, wie ihr seht, es ist viel bunt hier drin. Ich blende jetzt einfach mal meine T5-Kanäle aus. Die habe ich ein bisschen, ich sage es mal, umgestaltet und das ist jetzt der reine Tagesverlauf hier, den muss ich da zurücksetzen, der war falsch, der muss auch so. Das ist jetzt mein reiner LED-Verlauf. Und ich habe hier unterschiedliche Einstellungen gemacht für den Tag. Ich beginne morgens, so wie ihr jetzt hier seht, mit einem reinen Gelblicht und ich blende euch das jetzt parallel oben mal mit ein, wie das Ganze ausschaut, beziehungsweise gleich auch den Tagesverlauf. Und das ist im Prinzip nur das reine Weißlicht, was ich jetzt morgens anhab. Das sieht so ein kleines bisschen aus wie ein Sonnenaufgang. Dann haben wir hier den Custom 3, da waren wir gerade da. Das ist mein Abendlicht, so wie es hier ausschaut. Und hier haben wir mein Tageslicht, so wie ich es tatsächlich benutze. Und die ganzen Einstellungen sind angelehnt, wohlgemerkt angelehnt an die Einstellungen von Jörg Kokott. Er hat eine Empfehlung für diese Lampe gegeben, wie man die am besten die LEDs einstellt. Zu der Bestückung, wie ich meine T5 Röhren bestückt habe, da habe ich selber mal in die Trickkiste gegriffen, das zeige ich euch aber gleich. So.
Ja, Leute, ihr habt gesehen, wie meine Verläufe sind, wie meine Farbeinstellungen sind. Eben die Beispiele, das war natürlich nur rein LED. Den kompletten Verlauf habt ihr dann auch gesehen. Den habe ich am Tag dann mal kurz ein kleines bisschen zusammengezogen, damit es nicht zu lange wird. Und ihr seht selber, also im Endeffekt, es ist ein Verlauf, ja, der relativ spät anfängt, also für meine Verhältnisse spät. Das volle Licht selber geht bei mir so über 8 bis 9 Stunden. Es hat aber dann auch noch eine Dimmphase. Bei den T5-Röhren halte ich nach Möglichkeit die Dimmphase relativ kurz. Zum Abend hin sind noch zwei Röhren, die etwas länger und etwas weniger Licht reinbringen, aber sie laufen im Prinzip noch bis, ich sag mal kurz vor knapp, anderthalb auf zwei Stunden vor Ende, laufen noch zwei Röhren mit, die dann auch noch zusätzlich Licht reinbringen und nicht nur diesen reinen LED-Effekt, dieses sehr gehaltvolle Licht im Endeffekt auf die Korallen bringen, sondern das Ganze noch ein bisschen abdämpfen. Ja, ich zeige euch jetzt gleich noch kurz, wie ich die Röhren wechsle. Da gibt es einen kleinen Trick, den man, wenn man das Werkzeug hat, sich das Leben sehr erleichtern kann. Ja, das erstmal dazu. Bis gleich an der Lampe. So, kommen wir zum Röhrenwechsel. Was ich dafür brauche, ist erstmal eine offene Lampe. Das heißt, wir entfernen hier unten die Schutzplatte, die bei mir nicht befestigt ist, weil die Schraube nicht mehr existiert und ich auch zu faul bin, das jedes Mal wieder fest anzuschrauben, macht aber nichts. Was wir noch brauchen, ist hier diese kleine Spitzzange. Man kann auch eine nehmen, die ein klein bisschen gebogen ist, dann geht das einfacher. Ich habe jetzt die hier nur gefunden in meinem Wust, also probieren wir es damit. Und wichtig an der ganzen Sache ist, dass ich mit der Zange nur an das Metall der Röhre rangehe und natürlich, dass die Lampe ausgeschaltet ist. So, an das Metall, vorsichtig zupacken und die Röhre drehen, nochmal kurz nachsetzen, ja, funktioniert hervorragend, jetzt habe ich es. Und jetzt kann ich auch ohne Probleme hingehen und die Röhre runterziehen. Und beim Einsetzen im Prinzip wieder darauf achten, dass die sauber drin ist, hochdrücken in die Kontakte rein, die andere Seite auch nochmal kurz andrücken, dass die Kontakte richtig sitzen und dann kann ich die Lampe wieder einschalten und siehe da, alles funktioniert wieder. Lampenwechsel einfach gemacht. Also mit dem kleinen Tool, wie gesagt, seid vorsichtig, nicht zu fest zudrücken, nur so, dass die Röhre gepackt wird und gedreht werden kann. Ja Leute, das ist das Special zur Lampe gewesen und bitte beachtet die Hinweise, die ich euch gegeben habe. Die sind ganz, ganz wichtig, gerade beim Röhrenwechsel. Die entsprechenden Einstellungen, Röhrenbestückungen schreibe ich euch nochmal runter in die Infobox. Da könnt ihr die abgreifen. Den Tagesverlauf könnt ihr bei mir per E-Mail erhalten. Die E-Mail, die auch bei YouTube hinterlegt ist. Problem an der Sache ist, wie gesagt, wenn irgendjemand von euch weiß, wie man alte Datei und neue Datei in das neue Format konvertieren kann, umwandeln kann, um das zu nutzen, der kann sich bitte bei mir melden, damit ich das auch mal dementsprechend so weitergeben kann, weil so ein Tagesverlauf ist relativ tricky herzustellen und wenn man davor gegebene Dateien hat, die man nutzen könnte, wäre das dementsprechend nicht schlecht. Also, wenn irgendjemand von euch weiß, wie das geht, meldet er sich bitte bei mir, dann kann ich das vielleicht auch beim nächsten Mal weitergeben im Tagebuch. Was übrigens auch das nächste ist, was nächste Woche kommt. Nächste Woche ist wieder Tagebuchwoche. Und ich versuche dann dementsprechend auch noch das Review zum NO3-Redukt rauszubringen, weil ich habe es jetzt mehrfach benutzt und ja, lasst euch überraschen. Also kommt nächste Woche wahrscheinlich auch, wenn ich es auf die Kette kriege. Gut, genug gelabert. Ist schon wieder wahrscheinlich relativ lang geworden. Wenn euch das hier gefallen hat, die Technikserie generell, was ich hier mache, lasst mir doch bitte den Daumen nach oben da. Solltet ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben und wissen wollen, wann wieder ein neues Video rauskommt, ist relativ easy. Den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen und dann kriegt ihr auch sofort mit, wenn wieder was kommt von mir. Und ich würde sagen, ich habe wirklich genug gelabert für heute. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Viper.
Ciao.